Herr Stadler, Sie haben vor diesem Spiel eine beeindruckende Serie hingelegt. 9 Spiele, keine Niederlage, 7 Siege. Für den krönenden Abschluss hat es heute leider nicht gereicht. Ja, ich denke, heute waren wir nicht so im Spiel drin. Wir haben keinen Zugriff gefunden. Man muss auch sagen, dass es Neckars Ulm sehr, sehr gut gemacht hat. Aber der Defensivverbund sehr gut gearbeitet, aber auch zum rechten Zeitpunkt die Tore gemacht und war ein verdienter Sieg für Neckars Ulm. Da gibt es nichts zu machen. Aber jede Serie geht mal zu Ende. Aber ich muss sagen, wir haben die letzte Woche wirklich sehr gute Spiele gemacht und teilweise überdurchschnittliche Leistungen gebracht. Deswegen will ich ja heute gar nicht so hart mit der Mannschaft ins Gericht gehen. Das war jetzt das letzte Spiel von der Winterpause. Was können Sie rückblickend für, was fällt Ihnen rückblickend als negativster Punkt ein und dann vielleicht als positivster Punkt? Ja klar, ein negativster Punkt ist die Negativserie. Wir haben nach 10. Spieltag 7 Punkte gehabt. Das war schon alarmierend. Für mich gesehen, realistisch gesehen, mit 7 Punkten nach 10 Spielen bist du eigentlich schon abgestiegen. Dann haben wir mal eine Serie gestartet, die seinesgleichen gesucht hat. Wir sind dann auch in einen positiven Aufschwung reingekommen. Die Mannschaft hat sich aus dieser Sache befreit und hat überragende Spiele gemacht. Wir haben dann 23 Punkte geholt. Und muss ich den Hut ziehen vor dem Trainer und vor der Mannschaft, wie sie diese Situation gemeistert hat. Und das war schon eine klasse Sache. Was haben Sie sich als Sportvorstand vorgenommen für die Winterpause? Ich meine, zwischendurch gab es mal, zumindest von Trainerseite, ein paar Worte hinsichtlich Verstärkungen. Gibt es da irgendwelche Pläne? Nee, also wir werden uns noch jetzt mal diese Woche zusammensetzen, aber ich denke, im Großen und Ganzen werden wir mit diesem Kader weiterarbeiten. Das war auch unsere Zielsetzung. Wer der SV Spielberg kennt, weiß, dass er eigentlich sehr mit seinen Spielern weiterarbeitet, die er auch unter Vertrag hat, und das ist auch unser Ziel. Vielleicht tun wir auf einer oder zwei Positionen was dazunehmen, aber mehr mit Sicherheit nicht, und wollen mit dem Kader weiterarbeiten, um unser Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz, wo wir vor der Runde auch gesagt haben, dass wir das erreichen können. Was können Sie uns sonst für einen Ausblick auf die Winterpause und darüber hinaus geben? Das war jetzt der 20. Spieltag, 30 Punkte sind geholt. Ja, man muss die Tabelle von hinterher lesen. Wir sind momentan mit 24 Punkten, glaube ich, ist der 5. Tabellenplatz, der momentan aktuell ein Abstiegsplatz wäre. Das muss man hier, den Abstand hinter muss man nach hinten wahren. Und ich glaube, da darf man nicht so blauäugig sein. Man hat gesehen mit einer Negativserie, wie man da wieder in einen Negativstrudel kommt. Und vorrangiges Ziel, 40 Punkte plus. Und wenn man das habe, dann können wir was anderes nachdenken. Herr Stadler, dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview, wünsche Ihnen viel Erfolg und auf jeden Fall alles Gute für den Jahreswechsel. Ja, vielen Dank.